Thomas, was ist denn das jetzt? Na, schau her, alle sind da, sind schöne Krapfen drin. Ach, die sind für mich da. Also nein. Was wie? Nee. Bleib einmal da, die sind nicht für dich. Du wirst dich schön verteilen, ne? Wie es verteilen? Ja, ich gedacht, ich darf die alle essen. Nein. Schau da, der bellt schon da runter. Nein. Du schaust schön aus, oder? Jawohl, schau mal. Also. Das ist gut, ne? Also dann wollen wir die wirklich alle verteilen. Ja, also ich würde nochmal überlegen, ne? Ob wir es nicht doch selber essen, oder? Ja. Wirklich? Nein. Okay, dann versuchen wir mal unser Glück. Okay, ne? Machen wir mal und schauen wir mal, was dabei rumkommt. Ja, ich bin fündig geworden. Hier haben wir eine wunderschöne Dame aus Russland, der wir jetzt den ersten Krapfen schenken dürfen. Did you know what it is? It's called in English a donut. Yeah, yes, that's right. Exactly. Ooh. There's also. Yeah, thank you. You're welcome. Wow, that's nice. Thank enjoy you. Enjoy it. Have a nice time. That's perfect. So viele schöne Bratwürste auf dem Grill. Jetzt wollen wir mal dem Mann was Gutes tun, der sonst immer uns was Gutes tut. Er kriegt jetzt einen schönen Krapfen von uns. Schau hier mal, dass ich das unfallfrei hinkriege. Und ohne, dass es Plastik mitgibt. Wohlbekommt's. Ja. Dankeschön. Jetzt schmecken die Bratwurst dann noch besser, oder? Ich hoffe's. Ja. Lustig! So eine elegante Dame. Essen Sie gern Krapfen? Ja! Ja? Was mögen Sie mehr? Groben Zucker oder Puderzucker? Puderzucker? Dann muss ich essen? Ja, wenn Sie wollen, dürfen Sie reinbeißen. Wollen Sie den mitnehmen? Ja. Wollen Sie den erst daheim essen? Ja, der Mann. Wow. So eine elegante Dame. Da schau mal her, Thomas, zwei Krapfen habe ich noch, so schöne. Da ist der Puderzucker noch so schön da. Und da haben wir drei Damen. Und nur noch zwei Krapfen. Aber darf ich euch die schenken? Sehr gerne. Ich gebe es euch in der Schachtel mit. Dann könnt ihr das schön aufteilen. Dankeschön. Bitte. Dankeschön. Alles Gute. Danke. Danke. So, jetzt haben wir so viele Bürgerinnen und Bürger hier in der Nürnberger Breitengasse, in der Karolinenstraße, rundum hier in der Altstadt, beglückt mit Krapfen. Und jetzt tun wir selber was Gutes, für wen jetzt der Käsekong ist, weiß ich nicht, aber das finden wir auch noch raus. Thomas, ist der für dich, der Käsekong? Siehst, der Käsekong ist für Thomas. Und jetzt lassen wir es uns gut gehen und wir sehen uns bald wieder.